So, dann wollen wir mal gucken, sind wir schon live? Einmal horchen. Ah, ich sollte dann nochmal nicht auf Kopfhörer bringen. So, Sound ist gut. Mal kurz. Passt. Gut, dann gehen wir es doch mal an hier. Double Masters, VIP-Edition. Einmal Unboxing. Kurzes Video, kurzer Stream. Das Ganze landet hinterher auf YouTube. Ich habe es mal so vorbereitet. Hier packe ich aus und wenn ich dann zu den schöneren Karten komme, packe ich die hier hin. Ich habe nur zwei Pakete, deswegen dauert es auch nicht ganz so lange. Zu dem Paket, um die 100 € pro Paket kannst du dafür ausgeben. Da drinnen sind enthalten zwei Borderless-Cards, die speziell nur hier drinne sind. Wenn ich Scheiße erzähle, lest es euch im Internet durch. Ich bin jetzt auch nicht der, der Pro. Und Besonderheit halt von Double Masters generell, eine Foil Rare und ne, entweder zwei Foil Rares oder eine Foil Rare Mythic und eine Foil Rare normal. Rare Mythic gibt es gar nicht, sondern entweder eine Mythic oder eine Rare. Gut, haben wir es auch geklärt. Ja. Machen wir mal das erste Paket auf. Ich habe eben schon mal hier einen kleinen Einschnitt gemacht, damit ich jetzt gleich das Messer nicht brauche. Wollen wir es mal aufmachen. Ah, sehr schön. Boxdesign mag ich. Ne? Also, falls wir das auch noch besprechen möchten, hier, ne? Komplett Foilbox. Ja, also. Oder wie man früher zu Yu-Gi-Oh!-Zeiten gesagt hat. Glitzernd. So, da machen wir es auf, da machen wir es auf. Ach ja, stimmt, die sind zugeklebt, das habe ich schon in anderen Videos gesehen. Da kann man es nochmal genauer sehen, die sind richtig schön, damit da auch keiner irgendwas dran rumfuscht. Richtig schön zugeklebt. So, mir kommt es übrigens nicht so sehr auf den Wert drauf an, was ich wirklich da rausziehe. Für mich ist das Spaß, ja, also da kann man ein bisschen mit gamblen und so. Ach, guck hier, da haben sie so große Pakete und dann haben sie da nur eine Rampe eingebaut. Kann man da noch was, ist da noch was drin? Oh, hoch kann sie rausziehen. Nee, gut, da ist einfach nur eine Rampe drin. Gut, dann wissen wir es auch. Weg damit, wird wieder entwertet. Hier hinten sieht man schon mal den Double-Sided Foil Token. Ja, Token sind halt völlig egal, aber gut. Ich muss auch dazu sagen, also erstmal Knisterwarnung, ja, also ich kann kein Paket öffnen, ohne dass es knistert, also tut mir leid an die Kopfhörer, Leute, die sind schon mal vorgewarnt. Ich kann nicht aus dem Kopf heraus, wie andere Leute erzählen, wie viel die Karten wert sind. Das kann ich hinterher nochmal in die Kommentare packen, aber das muss man leider hinterher dann. Könnte es nachher nochmal googeln und dann kann ich es hinterher reinpacken, aber. Gut, die meisten anderen werden wahrscheinlich eher wissen, wie viele das sind. Ja, die ganzen Uncommons sind auch Foil, wie man hier sieht. Uncommons, die normalen Commons, meine Fresse. So, ja, ich kann sie mal kurz zeigen, aber wir wissen ja alle, dass sie keinen großartigen Wert haben. Ich muss mal jetzt gerade meine Kamera checken. Ja, gut. Die interessiert sowieso keiner. Aber ja. Ah, Ursas Power Plant hier schon drin. Nice. Ein Fatal Push. Oh, jetzt ist das auch, ja, genau. Kommen wir langsam an die interessanteren Karten. Gut, das sind noch die Uncommons, aber. Lightning Greaves, Foil. Das ist doch mal was. Das ist wenigstens eine nützliche Karte. Die kommt auf jeden Fall in mein Deck rein, in mein Commander Deck. Also in irgendeins, weil Lightning Greaves kann man sowieso immer gebrauchen. Falls man das nochmal sich angucken möchte, habe ich eigentlich so was. Ein Reclamation Sage kann ich auch noch gebrauchen. Ich packe den jetzt einfach mal da drüber, bevor ich die Lightning Greaves da wegpacke. Sollte klappen, ne? Ja. So, da haben wir unsere Rare. Sacrifice three artifacts, search a library for an artifact card. Okay.
denke mal, etwas Spezielleres. Nichts für mich unbedingt. Und eine Mythic. Arcum Dexen. Dexen. Target Artifact. Okay. Ja, blau Artefakt. Wird schon irgendwas an Nutzen haben. Nicht für mich unbedingt. So, was haben wir denn da Schönes? Den Ursa Tower als. Na gut, ich weiß, dass die Tower nicht und die ganzen Ursa-Sachen nicht so viel wert sind. Leider, aber ich finde das Artwork sehr schön. Und wenn man die ganzen drei Ursa. Ursa Tower, Ursa Power Plant und Ursa Mine nebeneinander hat und dann noch den Khan Liberated als Borderless. Die haben alle zusammen ein Artwork, die man nebeneinander legen kann. Ich habe aber allerdings schon gesehen, dass die nicht hundertprozentig so schön aussehen nebeneinander. Also die Power Plants schon teilweise, aber der Khan hat wohl so eine kleine Ecke, die ist nicht ganz so schön. Oh, ein Chrome Mox. Erstmal zeige ich euch jetzt hier auch nochmal die unser Powerplant. Powerplant, sag ich schon. Den Tower. Ich finde das Kartendesign auf jeden Fall sehr schön. Borderless und voll. Ne, also. Jetzt packe ich es doch mal eben drunter, damit das Chromox da nochmal hinkommt alleine. Also wer sich einen Spaß machen möchte, kann sich das Video hinterher zur Not auch nochmal anhalten und selber nach den Kartenpreisen gucken. So, und dann haben wir hier nochmal Full Art Länder. Hier hinten kommen dann jetzt Karten nichts mehr groß an Value. Und dann nochmal Foil Lands, zwei Stück, auch Full Art. Das ist was, das ist, ich finde es sehr schön, wenn meine Länder halt, also das ist schon wirklich casual, ne, aber ich finde es immer sehr schön, wenn meine Länder halt bisschen schöner aussehen, ne? Also und was also auf der anderen Seite von dem Plant Token ein Treasure. Ja, gut. Keinen großen Geldvalue nehme ich an. Weil, wie gesagt, ich habe die Preise mir zwischendurch mal kurz angeguckt, aber ich weiß jetzt auch nicht alle auswendig und ich weiß, dass der Ursa Tower auf jeden Fall nicht ganz so teuer war und Chrome Mox weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, der war auch nicht ganz so teuer. Gut, dann lassen wir den erstmal da liegen und nehmen das zweite Paket. So. Ist natürlich alles ein bisschen Gamble. Wenn ihr wirklich Geld machen wollt, dann kauft euch die Commander Box, die letzte Edition, komplett. Verkauft die einzelnen Karten, da macht er mehr Geld mit, als wir mit diesem Teil hier, aber wenn ihr Glück habt, kann da eine Karte drin sein, die schon mal die komplette Box natürlich wieder einspielt. Aber das ist natürlich mehr Gamble als alles andere. Und wenn ihr bestimmte Karten haben wollt, wie der Professor von Magic immer sagt, kauft die einzelnen Karten, ja? Noch mehr Pappe. So. Was haben wir hier? Ein Wurm-Token. Naja, okay. So, dann machen wir wieder auf. Knisterwarnung. Also, die sind auf jeden Fall so sealed, ne? Also, da merkt man, wenn irgendwer die Dinger aufgerissen hat und sich die wertvollsten rausgeholt hat. So. Aha. Sift. Travel Inspector. Lightning Axe. Ein Mirror Retriever. Ne, Retriever, doch, Retriever. Twisted Star, Bundle, Chromatic Star, Sacrifice an Artifact Proliferate. Ja, kann man auch machen. Pongify. Pongify ist ja auch eine schöne Karte. So, legen wir mal an der Seite. Treasure Keeper. Clockwork Assembler. Woodland Champion. Oh, Path of Exile. Nein, das ist das Spiel. Path to Exile. Sehr schön. Den werde ich auf jeden Fall auch sicherlich irgendwo einbauen können in dem Deck. Geschichte dazu.
beim Turnier gewesen mit dem Kumpel. Ich habe ein Match gewonnen und mein Kumpel hat komplett jedes Match verloren und ich dachte so, dann war es das, hat nichts gekriegt. Und ich wollte eigentlich die von dem Event haben, die Path to Exile-Karte, die es da gab. Und mein Kumpel, der nicht ein Match gewonnen hat, der hat die natürlich dann auch noch als Trostpreis gekriegt. Sehr schön. Ich habe nichts gekriegt, habe wenigstens eine Sache gewonnen, aber er hat nichts gewonnen und hat trotzdem, nichts, ja, hat trotzdem was gekriegt. Also, naja. So läuft das halt. So, Rush of Knowledge. Ah ja, okay. Dann zeige ich euch mal erstmal die gerade Seite. Dreh mal so um, damit ihr nicht gleich seht, was als nächstes kommt. So. Ja, Freddy, ich habe nichts gesagt, dass ich das mache, aber das Ganze landet auch auf YouTube. Also du könntest es ja auch hinterher angucken, wenn du keine Zeit gehabt hättest. So. Dann haben wir den High Priest, okay. Naja. Alles Karten, die mir jetzt großartig nichts sagen, aber auch dementsprechend auch keinen hohen Wert haben, wenn ich sie nicht direkt kenne. Oh, die sieht schön aus. Das war keine Karte, die ich haben wollte, aber Phyrexian Metamorph. So, und das haben wir. Yeah! Huhi! Huhi! Pascal, wenn du das später siehst, ne? Das ist das, was ich meinte. Ein Jace Mindsculptor als Mythic Borderless. Sehr schön. Sehr schön. Leute, also ich habe zwar keine Ahnung von den Preisen, aber bei dieser Karte weiß ich, die ist etwas wert. Ja, das ist doch schön. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wie Preis, ich glaube, ich habe Pascal letztens noch geschrieben, das sind, glaube ich, 70 € hier. Also hat fast das komplette Paket alleine bezahlt, ne? Also das ist das, was ich meine mit, haut komplett den Preis selbst raus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Phyrexian Metamorph noch dazu an Geld bringt, aber auf jeden Fall alleine der Jace Mindsculptor. Der ist sein Geld auf jeden Fall wert. Das freut mich doch mal, dass ich wenigstens noch mal ein bisschen Glück gehabt habe, den er rausgezogen habe. Gut, dann gucken wir uns mal eben schnell die Länder an. Die gehen wahrscheinlich alle wieder straight in irgendwelche Decks rein, um die normalen Basic-Standard-Länder zu ersetzen, die ich habe. Nochmal voll. Hier sind zwei Token drin. Waren beim anderen auch zwei Token drin? Ach stimmt, ja, doch, waren auch beim anderen. Ja, gut. Wolf, Klo, Wurm und Myrrh. Ja, das war's dann schon, würde ich sagen. Und es war ja erfolgreich. Jetzt habe ich nur, glaube ich, vergessen, dass ich diesen Stream speichern wollte. Ich hoffe, dass ich das noch hinkriege. Ja. Klappt schon. Ja, eBay-Preis, schreibt Freddy gerade, 120 €. eBay-Preise sind eBay-Preise. Ne? Bei eBay kannst du immer alles teurer verkaufen. Beziehungsweise setzt sich immer alles teurer rein, als wie bei Magic-Kartenmarkt. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Geld machen wollt, dann wartet, ich zeig's euch einfach mal ganz kurz. Einen kurzen Moment, gleich wieder da. Also, wenn ihr Geld machen wollt, dann nehmt ihr so ein fertiges Deck hier, nehmt die Decks auseinander, verkauft die einzelnen Karten. Ich habe jetzt für 25 € für ein Paket davon, ich habe die komplette Deck-Kollektion davon gekauft, die Dinger auseinandernehmen und dann passt das. Ja, 75 € auf MKM, genau. Da fängt das nämlich an. Ja, und dann kommt es immer noch auf die Sprache an, aber ich glaube, die gibt es, glaube ich, sowieso nur auf Englisch. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir das hier.
War doch ganz erfolgreich hier, als ich dachte. Zwar leider keine von den Karten, die ich gerne gehabt hätte. Nicht mal den Jace wollte ich unbedingt haben, aber lieber haben als nicht haben, würde ich sagen. Ne? Und dementsprechend verabschiede ich mich und bis zum